Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Schön, dass du wieder da bist. Was gibt's heute? Ihr habt es ja vielleicht schon in der Videobeschreibung gelesen, beziehungsweise im Thumbnail gesehen. Wir werden heute diese Box in Betrieb nehmen, die Z21. Was werden wir noch tun? Ich habe ein Päckchen mir besorgt, beziehungsweise ich habe was bestellt bei eBay. Da sind ja zwei Wagen drin, die werden wir jetzt als erstes auspacken. Dann bauen wir ein kleines Oval. Ich muss mal schauen, ob ich das hier auf den Tisch hinkriege. Dann kann ich nämlich noch die Kamera von unten, Quatsch, von oben nach unten verwenden. Heißt, ihr seht dann auch alles richtig gut. Wenn der Platz nicht ausreicht, dann werde ich das hinter mir steht bei uns im Studio ein Tisch, ein Couchtisch ein größer, dann werden wir es da drauf machen. Ich wollte eigentlich einen schönen hohen Tisch haben, wo ich hinstehen kann, wo ich das Ganze im Stehen machen kann. Das ist leider aus technischen Gründen diese Woche jetzt ausgefallen. Das wird aber noch nachgeholt. Ich will das dann ein bisschen auf dem Stehtisch, dass ich da auch ein bisschen mehr erklären kann oder dementsprechend auch hinstehen kann. Dann auch wieder Kamera von oben und von vorne, sodass ihr auch ein bisschen was sieht. In Kürze werden wir einen Livestream machen auf YouTube. Habe ich euch ja gesagt, da geht es darum, da will ich diesen Fallerkatalog von 2000 euch zeigen, den von 99, 2000, den Vollmer-Katalog. Die ich ja auch in der Kiste aus dem Keller gefunden habe. Und da wird dann Stefan, mein Partner, ihr wisst ja, ich habe einen Verlag mit meinem Partner, mit meinem Freund zusammen, mit dem Stefan. Und den werde ich dann mit zuschalten. Machen wir einen tollen Livestream, werden wir auch noch ein paar andere Sachen machen. Das wird dann an einem Samstag oder an einem Freitagabend stattfinden. Das werden wir aber früh genug bekannt geben, wird auf YouTube gestreamt werden. Da schalte ich dann zu ihm. Er ist gerade in Sylt in unserer Redaktion. Wir haben ja auch ein Sylt-Magazin. Da ist er gerade unterwegs, beziehungsweise diese Woche ist er, glaube ich, irgendwo in Südfrankreich noch auf dem Event. Also irgendwann die nächsten 2, 3 Wochen werden wir das aber schaffen, dass wir da einen Livestream hinkriegen. Dann werden die Sonntagsvideos nicht mehr sonntags veröffentlicht, beziehungsweise ich werde mein wöchentliches Video oder unser wöchentliches Video werden wir in Zukunft an einem Freitagabend veröffentlichen. Irgendwas um 18, Quatsch, 17:50, 18 Uhr. So wie die Eltern unter euch, die wissen ja, in der 70er, 80er Jahre fing ja freitagsabends 17:50, 17:55 fing da noch eine Serie immer an. So, ein bisschen da an die Zeiten wollen wir anknüpfen, also sprich einfach da um die Uhrzeit des Ganzen veröffentlichen. Dann habt ihr auch übers Wochenende Zeit, brandneu das Video anzuschauen. Ich werde heute auch noch einen Kanaltrailer erstellen, dass mir auch mal, oder ja, so ein Kanalvideo, wo ich einfach mal ein bisschen erklären werde, was wir tun, wo wir hinwollen und. Genau, dass ihr auch ein bisschen mehr über uns wisst. Aber jetzt gehen wir mal her. Als allererstes, ach, was mir noch aufgefallen ist, ich habe gesagt Jahrhundertwende, gell? Wir hatten auch eine Jahrtausendwende, wem es aufgefallen ist. Also im letzten Video, die Kataloge sind nicht nur vom letzten Jahrhundert, sondern auch vom letzten Jahrtausend. Aber das soll nebensächlich sein. Ich werde jetzt mal umschalten. Das gute Schweizer Taschenmesser habe ich schon hier. Ich habe mir auch hier ein bisschen Schiene besorgt oder beziehungsweise mal hingestellt. Hier habe ich auch noch vom letzte Woche den Rocco-Wagen, der ja in der einen Kiste drin war. Den werden wir vielleicht nachher auch noch hinhängen. Und dann kommt die BR. Die BR, mal ein bisschen anderer Blickwinkel, die BR140, die ich im Ostervideo drin hatte, die werden wir dann im Oval auch mitlaufen lassen. Und ich hoffe, ich kann es hier machen, weil das ist einfach viel besser mit Kamera von oben. Dann sieht man auch ein bisschen was. Und jetzt wollen wir aber mal hier in das Päckchen reinschauen, was wir hier haben und was ich da bei eBay erstanden habe. So, genau. So, also.
schönes Päckchen. So. Genau. So, also. Hier haben wir zwei Wagen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Beschreibung war. Ich fand sie nur schön. Und habe mir gedacht, die würden ganz gut mit später auf die Platte passen. Deshalb habe ich mir und mega gut verpackt. So soll es sein. Dann geht auch nichts kaputt. So. Nur das Schweizer Messer, das ist überhaupt nichts mehr. Das kann mal nicht einmal, ja, so schön Kaltwasser schneiden. So, wie der Schwabe sagt. So, also, was haben wir hier? SNCF, die kommen aus. Bisschen, was haben wir da? So, ha? Gut. So, hier. So. Ha? Super gut. Super gut. Also, gucken wir mal. Also, ja, schalten wir mal Kamera ein bisschen um. So, Szene 1, dann seht ihr auch ein bisschen was. Also, ja, schön. Ziemlich guter Zustand, ich würde sagen, unbespielt. Gucken wir mal, guckt. Unten kein Staub, kein Dreck, keine Macken dran. So, dann gucken wir uns doch glatt mal der zweite an. Also die Verpackung, ja, sieht man, dass die schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, aber schon etwas vergilbt. Werde ich mal rausfinden, von wann die sind. So. So. Genauso hier auch. Ja. Sieht man es? Ja, mal gucken im Kontrollmonitor. So, also auch hier mega guter Zustand. So. Jetzt drauf. So, dass ihr ein bisschen mehr seht. So, da ist noch ein bisschen Styropor. So, so, genau, also zwei wunderschöne Wagen von SNCF, also sprich von der französischen Eisenbahngesellschaft. Wir sitzen ja hier im Südwesten, direkt, ja, was heißt direkt? Knappe halbe, dreiviertel Stunde von der französischen Grenze weg. Also bei uns ist das Thema französische Wagen auch gar nicht mal so weit weg. So, jetzt baue ich mal das Oval auf. Ich gucke mal erst, ob das hier auf dem Tisch, ob wir das hier hinkriegen. Das ist ja mein Unboxing-Tisch, wo ich öfters mal ein Unboxing machen tue. Und falls es nicht geht, dann sehen wir uns auf dem
Sofa, auf dem Couchtisch vom Sofa. Ja, aber da schalten wir gleich mal weiter. So, die Teile habe ich mal geholt, beziehungsweise die Schiene habe ich mal geholt. Und gucken wir mal. Ich glaube aber nicht, dass das hierher passt, aber gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich muss mich da ja sowieso erstmal überall wieder reinarbeiten. Wie ihr ja wisst, fange ich im Prinzip bei Null an. Die letzten, keine Ahnung, 35 Jahre gab es nicht wirklich viel mit Eisenbahn. Außer mal TGW oder ICE, wenn ich irgendwo auf ein Event oder sonst irgendwas gefahren bin. Deshalb schauen wir mal. Aber ich glaube, nee, das wird nichts. Also heißt, Freunde, wir werden die Location gleich wechseln. Da wird es etwas, muss ich gucken, wie ich das dann vom Film mache. Dann schauen wir mal. So. Ja. Wird wohl etwas zu groß werden. Na, schade. Ja, dann bauen wir jetzt das mal hier noch. Seht ihr überhaupt was? Ja, denke mal ja. So, also, ja, das Oval ist ein ganz klein bisschen, aber nur ein Stück weit zu groß. Also, wir sehen uns gleich in einer anderen Location und dann geht's weiter mit dem Bau. Bis gleich. Okay, also was Anzeige tut's? Ah, ich glaub's nicht. Guckt euch das an. So, guckt euch das geile Ding an. Jetzt holen wir noch ein bisschen Waage und dann lassen wir das Ding im Kreis rumscherren. Das denn? So, was ich sage. Einmal. Hallo, warum greift er nicht? Schauen wir gleich mal. So.
So, was haben wir hier für ein Problem? So, jetzt kommt. Dann halt der hier halt heute nette. So, okay. So, dann kann es jetzt mal losgehen, würde ich sagen. Mach mal das. Ja. So, dass ihr auch was seht. So. Und. Okay. Okay. Was war das? Da hat sich was verabschiedet. Da hat sich irgendwas verabschiedet. So. So. Also gut, dann geht's jetzt mal weiter. Und wie geil Madame fährt. Boah. Wie geil. Der erste Fahrt nach 35 Jahren oder so. Warte mal. So. So, wie ihr jetzt gesehen habt, dreht sich das Ganze begeistert wie ein kleines Kind. Ich werde mich jetzt verabschieden mit ein paar kleinen Kreise. Also das heißt, ihr werdet jetzt ein bisschen Fahrvideo noch sehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Freitagabend beim nächsten Video sehen. Lasst euch überraschen, was es da gibt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche, eine mega tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.